So Leute, jetzt sind wir wieder da, am Start und wir haben beim letzten Mal, ja, ist es endlich soweit, es gibt einen krassen Twist und zwar die Geisterbahn, sie ist real, ja, sie gibt es wirklich, endlich sind wir in der Drachenhöhle der sogenannten angelangt, es ist die Geisterbahn, die Drachenhöhle, die Höhle des Drachen, die Geisterhöhlen, die Drachengeister, die Geisterdrachenhöhle. Und Ice Snappy. Oh, das war was, Susan, oder? Sie haben doch uns gemeint, oder? Mit der nervt langsam, oder? Das waren doch wir. Hallo. Okay. Wir können Ice Snappy hier anklickern. Sie ist offenbar. Solange sich dieser Kerl hier herumtreibt, wende ich ihm bestimmt nicht den Rücken zu. Okay. Ich bin angeblich derjenige, der nervt. Das heißt, die haben hier irgendwas vor. Denn Ice Snappy war ja vorher auf jeden Fall mit Bang Bang Snappy in der Eishöhle. Ja, doch, in der Eishöhle. Nein, doch. Genau, aber wir sollten uns doch hier mit dem Dealer... Ungeheuerlich, wie diese Typen einfach so wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Oh, Wahnsinn, diese Killer. Wir wollten uns doch mit dem krassen... ja, Raubkopierbengel, nenne ich ihn jetzt mal, den Raubtäter-Kopierer. Ich hätte vortreffen, aber er ist auch nicht hier. Die Frage ist, warum ist er nicht hier? Also Ice Snappy versperrt uns den Weg. Ice Snappy, wer bist du? Hier zum Durchgang. Ja, wir können nichts machen. Es ist einfach so, wir können nichts machen. Da gucken wir uns doch nochmal alles nach und nach an. Ne? Hier, der ist noch der faszinierte Rollerfahrer hier, der Coaster-Fanboy, aka unser Dealer, Software... Oh, Achterbahn kaputt. Haben Sie Zeit für einen Technikinteressierten? Wenn du mir keine Löcher in den Bauch fragst, meinetwegen. Krasser Typ. Ich heiße Baumann. Und ich heiße Vierstein. Na klar ist der Baumann. Der ist irgendwie Teil von einer Boyband, so wie er aussieht. Und? Was ist los? Sind Sie schwindelfrei? Wird die Achterbahnstrecke überwacht? Sind Sie schwindelfrei? Das ist auf jeden Fall eine Frage für einen Technikinteressierten. Das versteht sich von selbst. Wenn ich auf die Achterbahn steige, ist das für mich wie ein Spaziergang. Oder? Krasser Typ. Krasser Typ. Ey, wenn der auf die Achterbahn steigt, dann ist was los. Da kommst du nicht rein. Wieso? Ja, sagt er. Ich wette, früher oder später bin ich da doch drin. Da wirst du dich noch umschauen, du kleiner Techniker, du. Juhu! Er fährt immer noch da hinten, der Freak. Ja. Und arbeitet an seinem Weltrekord. Manche bekommen vom Achterbahnfahren wohl nie genug. Das spricht für die Anlage. Das ist nun auch wieder wahr. Und wir bekommen nicht unser Spiel. Ach so, wir müssen noch das zweite fragen mit Karl. Aber wir machen das noch. Ja, okay, wir fangen auch schnell mit das jetzt mit hin. Was geschieht am höchsten Punkt der Bahn? Na, dann geht's bergab, Mann. Der Zug wird aus der Kette, die ihn hochgezogen hat, ausgeklinkt und fährt die gesamte Strecke mit eigener Schwerkraft. Die Züge sind 8,5 Tonnen schwer. Donnerwetter. Okay, aber coole Insider-Informationen über Achterbahnwissen. Ne? Das ist ja für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant. Sind Sie schwindelfrei? Wird die Achterbahnstrecke überwacht? Klar. Die gesamte Strecke ist in regelmäßigen Abständen mit Sensoren bestückt. Das sind so kleine grüne Schalter. Auf diese Weise lässt sich die Zeit messen, die ein Zug in den Teilabschnitten benötigt. Wird ein Schalter nicht passiert, kommt also keine Meldung. Geht die Anlage in Störung. Ein zweiter Zug kann dann nicht mehr losfahren. Ich würde dir ja unsere Schaltzentrale zeigen, aber Unbefugten ist der Zutritt in die Leitzentrale nun mal verboten. Zu dumm aber auch, das hätte mich sehr interessiert. Herr Unbefugten? Wie redet er denn mit VIP Karl Vierstein, der mit dem VIP-Ausweis ihr wohl überall hineinkommt? Also wir werden es gleich rausfinden, ob das so ist. Oder nicht. Was geschieht am höchsten? Meinen Sie, ich könnte hier einen Rekord aufstellen? Ach, noch einer von der Sorte. Ich bin nicht auf dem Laufenden, wie der aktuelle Weltrekord im Achterbahnfahren lautet. Ich erinnere mich an einen Amerikaner, der 147 Stunden am Stück fuhr. Wow. Von Pinkelpausen abgesehen.
147 Stunden. Das wären ja an die 6 Tage und Nächte. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das ist ja eine Qual, ey. Das ist ja eine Foltermethode im Mittelalter. Ja, die klassischen mittelalterlichen Achterbahnen, wer kennt sie nicht, Leute? Gut. Ah, jemand, der für die Sicherheit zuständig ist. Ja. Haarscharf erkannt. Bist du nicht der arme Junge, der sich gestern beinahe auf meine Schuhe übergeben hätte? Hä? Ach, Sie waren das. Entschuldigung, es war nicht persönlich gemeint. Gar nicht. Irgendwie. Nur mit Schokolade. Was ist, wenn die Achterbahn es nicht nach oben schafft? Dann bleibt sie unten. Sollte der Fall eintreten, dass der Transportlift einmal stecken bleibt, wenn der Zug noch nicht oben ist, dann kommt die Hakenleiste der Gleise zum Einsatz. Die rastet eine Rücklaufsperre ein, sodass der Zug niemals rückwärts runterrutschen kann. Wie beruhigend. Ja, aber lustig irgendwie. Soll es ja geben, ne? So Bahnen, die dann mit Absicht dann rückwärts fahren, ne? Das ist ein ganz, ganz, ganz feine. Da gibt es ja so einen Rabbit Hole. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drin wart. Also ich schon mehrmals. Als ich auf YouTube diese ganzen Achterbahn-POVs, Drive-Videos anzugucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was so euer Rabbit Hole auf YouTube ist. Also so Sachen, wo man so, man sucht irgendwas und dann guckt man sich da noch ein Video an und noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video von demselben Ding, wo man da so reingerät in so eine ewige Spirale. Also diese Achterbahn-Videospirale, da war ich schon mal drin. Ich habe mir x-tausend Videos über die coolsten Achterbahnen der Welt angeschaut, weil Achterbahnen geil sind. Was ist, wenn die Achterbahn es nicht... Was spielt sich alles in Räumen mit Stahltüren ab? Da, ja, alles, Klößchen, alles. Alles passiert. Die ganzen spannenden Sachen der Welt passieren hinter Stahltüren. Junge, da hast du nichts zu suchen. Zu deinem eigenen Schutz. Ah, ja. Dort besteht große Unfallgefahr. Wir wollen doch nicht, dass sich unsere Parkbesucher verletzen. Wenn man Snappyland besucht, heißt es, betreten auf eigene Gefahr. Angesichts der Rutschgefahr in der Eiswelt verstehe ich das. Ja, das stimmt. Aber diesen Kick sucht man sich wenigstens selber aus. Da war es krass rutschig. Aber man muss dazu sagen, ne? Klößchen hat doch in der Fabrik sauerlich bestimmt genug große Stahltüren, hinter denen sich auch bestimmt diverse Geheimnisse verstecken. Entschuldigung? Sind Sie von der Aufsicht oder so? Ja, die Aufsicht. Ich bin hier Sicherheitsingenieur. Baumann, mein Name. Ich bin Gabi. Sicherheitsingenieur Baumann. Den Namen kennen wir aber irgendwoher. Den haben wir doch schon mal gehört im Laufe des Spiels, oder? Wie überprüfen Sie die Funktion der Bahn? Mit Belastungstests. Jeden Morgen steige ich hoch und lasse den Lift laufen. Dann kommt das Catch-Car. Das ist das Teil, bei dem sich der Zug beim Hochfahren einhängt. Ich achte auf die Geräusche, die es macht, vor allem, wenn das Catch-Car oben über den Bogen fährt. Dort ist die Belastung am größten. Also erfordert die Wartung nicht nur gute Augen, sondern auch ein sehr gutes Gehör. Hätte ich gar nicht gedacht. Faszinierend. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, die Gabi, dass man als Achterbahn-Sicherheitsingenieurs-Bengel auch was richtig auf dem Kasten haben muss. Seit wann gibt es eigentlich Achterbahnen? Oh. Vor gut 500 Jahren waren auf russischen Volksfesten eisbedeckte Berge aus Holz beliebt. Wow. Zum Runterrodeln. Aber Schausteller waren ja vom Wetter abhängig. Also baute man Schlitten mit Rollen. Im Laufe der Jahrhunderte kamen in ganz Europa Schienen und neue Strecken hinzu. Eine waghalsiger als die andere. Die erste geschlossene Form erinnerte an eine liegende Acht, daher Achterbahnen. In anderen Sprachen heißen sie noch heute übersetzt russische Berge. Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie sich diese simple Idee weiterentwickelt hat. Ja, das stimmt. Faszinierend eigentlich, die Geschichte dahinter. Aber gut, so ist das nun mal. Dann schreiten wir jetzt voran und gucken, ob unser Technik-Genie Karl hier einen weiteren Zugang zum Sicherheitsbereich erhält. Denn er ist ja VIP-Mitglied. Interessant wäre es auf jeden Fall. Und hier zücken wir auch schon unseren Ausweis. Wo ist er? Wir haben so viele Sachen in der Tasche. Irgendwo da. Da. Dieser Ausweis erlaubt mir einen Blick hinter sämtliche Kulissen des Parks. Ich würde gern mal die Leitzentrale sehen. Oh, von Herrn Wahnsiedler höchstpersönlich unterschrieben. Gut, ich zeige dir die Leitzentrale. Mein Wort drauf. Das ist auch so geil. Aber noch habe ich zu tun. Ihr Job geht natürlich vor. Okay, gut, dann gehen wir wann anders, ja? Nimmst du mich keine dann mit? Keine Zeit. Aber dann nachher gleich, ja, bitte? Okay, bitte? Sind Sie schwindelfrei? Bitte? Für die Achterbahnstrecke überwacht? Sind Sie... Das versteht sich von selbst.
Wenn ich auf die Achterbahn steige, ist das für mich wie ein Spaziergang. Er ist so ein cooler Typ. Wie halt auch da steht, ne, mit seinem blauen Mann. Finde ich klasse, den Bengel. Gut, also hier haben wir schon mal unseren Zutritt hinter die Kulissen gesichert. Ich bin noch nicht sicher, wofür wir das brauchen. Aber wir checken währenddessen mal. Immer noch da. Okay, was da wohl geschehen mag, da werden bestimmt Leute gegrillt da drin. Bestimmt der Bierhutmann, der Gänsemann, so heißt er doch. Wir checken mal den Sachverhalt im Rest des Parks, was hier währenddessen so abläuft. Aber bislang keine Änderungen hier festzustellen. Also ich... Ja, ja, hasta la vista. Also hier ist wirklich nichts, Leute. Raumschiff? Irgendwas Neues? Hier war auch, hat sich auch noch nie was getan hier bei den privaten Umkleiden der Snappy-Figuren. Das war bislang immer komplett useless hier, was wir hin können. Hat sich mir noch nicht offenbart. Aber ich mag die Musik hier. Ist richtig cool. Ein richtig schönes ein schöner Loop, ne? Genau, die Wildwasserbahnsdame gibt's ja auch noch, die sehr interessiert ist am TKKG. So viel zu Bang Bang Snappy. Genau, Bang Bang Snappy ist irgendwie weg. Wir wissen nicht genau, wohin. Hat vielleicht ein Abenteuer erlebt hier mit iSnappy, währenddessen sie den Gänsemann irgendwo um die Ecke gebracht haben. In der Eiswelt Warum natürlich. Warum trifft man iSnappy manchmal vor der Wildwasserbahn an? Ja, kennen Sie sämtliche Ihrer Kollegen? Ja, okay. Nichts Neues. Gesehen habe ich alle mal auf der Betriebsversammlung. Aber so richtig kennen... Stimmt es, dass TKKG einmal einem Voodoo-Zauber ausgesetzt war? Ja. Spannend war das. Ach so, ja schon. Das war mal ein Fall von uns, aber das würde jetzt zu weit führen. Nein, das ist doch total interessant. Erzähl bitte alles über die alten Fälle. Ich würde sie mir auch nochmal anhören, muss man sagen. Gut, dann hier nichts Neues, im Westen nichts Neues, obwohl das mehr der Osten ist des Parks. Gehen wir zum Riesenrad. Das war auch lustig, da waren sie alle mit Marvin, der Möwe, und keiner konnte so richtig durchs Fernglas gucken. Das immer noch bitte nicht stören. Susan, ich bin es, Karl Vierstein. Tja. Sie spricht nicht mehr mit mir. Da stimmt was nicht. Komisch. Das steht, bitte nicht stören. Ja. Haben wir auch schon gelesen, ne? Haben wir auch schon gelesen. Okay, wo waren wir noch nicht? Achterbahn, Eiswelt. In der Eiswelt gibt es nichts Neues, oder? Das Mädel ist ja auch weg. Sind die Japaner noch da? Oder sind die von dannen gezogen? Oh, wir sind auch weg. Na gut, aber ich denke hier drin, war es das, oder? Aber vielleicht finden wir den Gänsemann da irgendwo. Hier gibt es offenbar nichts mehr zu tun. Dann haben wir noch hier den Softwareprogrammierer Lemmingson, der uns nur eine Test-E-Mail geschrieben hat, aber der gesagt hat, er meldet sich. Wann kommt denn Grabgemetzel 3 raus? Ist Nicolas Ganter ein guter Detektiv? Ja, haben wir noch nichts rausgefunden. Sein Erscheinungsbild lässt bisweilen zu wünschen übrig, aber seine Erfolge sprechen für sich. Er ist bekannt für seine Hartnäckigkeit. Ja. Genau das dürfte jemandem ein Dorn im Auge sein. Ich glaube auch. Und da passiert ja auch irgendwas. Irgendwas passiert gerade in der Drachenhöhle. Ich finde es ganz interessant, dass der Typ, der da unser Grabgemetzel-Dealer, ne, gesagt hat, wir trifft uns dann in der Geisterbahn, aber selber fährt er noch 4.500 Runden Achterbahn. Mann, ich hoffe, iSnappy folgt mir jetzt nicht. Hat uns voll gelingt, hat er uns voll versetzt. Oh, wir sind drin. Oh, Geisterbahn, geil, Leute. Was? Ich hoffe, iSnappy winkt da draußen immer schön weiter. Ja, ist interessant, dass wir jetzt rein dürfen. Okay, los geht's. Eine Fahrt in der Geisterbahn. Wie gruselig. Ach, oh mein Gott, ein Pirat von rechts. Holla. Ei, glaube ich, heißt das. Und ein Geisterpirat von links. Jo,
Junge, Junge. Oh mein Gott. Fledermauspiraten von oben. Oh, ein Abzweig. Illegaler Abzweig. Oh, wir sind von der Bahn geraten. Die Piratenspinne. Das ist ja wirklich ekelhaft. Oh, ein Fels. Holla. Was sind das? Ist das der... Ja, es ist der Piratenvampir. Auf jeden Fall. Oh, oh, wo geht's denn hin? Geradeaus? Fahren wir geradeaus? Ja, wir fahren geradeaus. Puh, Gott sei Dank. Hier ist Schluss. Oh mein Gott, es geht nicht weiter. Gott sei Dank. Haben wir gerade noch mal so Glück gehabt. Da waren schon Skelette. Und ein Kobolde von links und von rechts. Üble Räuber. Banditen. Tu nicht Gute. Sie haben ein Seil und wollen uns damit enthaupten. Und das Spiel bleibt stehen. Und... Aha. Es haben sie es doch wieder fallen lassen. Diese Schweine wollen uns umbringen! Oh mein Gott. Hilfe! Hilfe, wir fahren voll da runter. Oh, oh Gott. Ach so, das gehörte dazu. Diese Schweine. Diese Schweine. Oh, ganz gut. Oh, 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 was? Ah. Oh, Piratendrache. Schrecklich. Ist das ein Zombie? Ah, Piratenzombie. Er hat Hunger. Er möchte etwas essen. Und nein, an der Wand. Oh mein Gott. Wir fahren direkt gegen die Wand. Ach nee, das ist... Jetzt kann ich Sascha wenigstens sagen, dass ich die Drachenbahnfahrt mitgemacht habe. Das ist Gleis 9 Dreiviertel. Hey Karl, da bist du ja. Ah. Na, wie fandest du die Drachenhöhle? Ich weiß gar nicht, warum ich sie die letzten Tage ausgelassen habe. Eigentlich ist sie doch ganz nett. Voll geil. An einer Stelle habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Ich bin ja sonst voll abgebrüht, ey. Aber wenn du auf dieses tote Gleis zurast, wow, hat was. Ja, hat was. Wachmann-mäßig krass, ey. Voll abgebrüht, Bruder. Was hast du denn mit Eisnappy gemacht? Wir finden's raus, ne? Nächste Folge geht's weiter mit harter Geisterbahn-Action. Wenn wir uns trauen, Leute. Bis dann. Ciao.